begrüße euch recht herzlich. Dieses heutige Thema einmal näher betrachtet. Hast du einen Menschen, der dir Kraft gibt? Einen Menschen, der dir gut tut? Einen, der dir zuhört? Oder einen, der dir Lebensfreude gibt? Dann bist du ein glücklicher Mensch, wenn du all dieses hast. Wir leben in schwierigen Zeiten. Und da ist nicht das Geld entscheidend und auch keine berufliche Position, kein Materialismus und schon gar nicht mehr scheinen als sein. Wir brauchen Menschen, die uns verstehen, uns stützen und Mut machen, wenn wir Probleme haben. Führe dir einmal vor Augen, ob du einen Menschen hast, der verlässlich an deiner Seite steht. Vielleicht musst du erkennen, dass eigentlich du der Mensch bist, der andere stützt und auf den sie sich verlassen können. Und was ist mit dir? Wenn es genau darum geht, stehst du alleine da. Allein mit dir und deinen Sorgen. Ach ja, du bist ja stark. Du schaffst das schon. Irgendwie. Doch dann kommt der Schmerz des Alleinseins, der Verlassenheit, der Leere, der Einsamkeit und automatisch die Verzweiflung, denn ich bin ja so gut, ich bin immer da. Und was habe ich? Wen habe ich? Keine Antwort. Aber die Frage: Warum lebe ich überhaupt? Doch, es gibt immer einen Menschen, der zu dir hält. Du musst nicht suchen, sondern du musst ihn sehen und plötzlich geht dir ein Licht auf. Tatsächlich, da ist doch ein Familienmitglied, ein Freund oder Freundin, ja sogar ein Nachbar, der dir ehrliche Hilfe angeboten hat und sich zurückgezogen hat, weil du ihn etwas zu schroff abgewiesen hast? Aber gerade der hat es ehrlich mit dir gemeint. Er wollte nur für dich da sein, dich stützen oder dir zuhören, Mut machen und vielleicht auch Freude schenken. Schau um dich und sieh den oder die Menschen, die an deiner Seite sein wollen. Es gibt sie tatsächlich, aber sie klingeln nicht an deiner Haustür. Geh hinaus in die Welt und öffne dich ohne Gutgläubigkeit. Wenn du offen auf die Menschen wirkst, öffnen sich diese auch für dich. Wir befinden uns im Jahr der Sonne. Oh, wie schön! Wir warten auf das Gute. Es muss auch kommen, denn wir schreiben ja das Jahr 2017 und das ist das Sonnenjahr. Nun her damit, mit dem Guten, dem Schönen. Du Sonnenjahr, du wolltest mir doch ein wunderbares Jahr bringen. So ist die Prophezeiung. Aber nichts passiert. Es bleibt, wie es vor einem Jahr, Monate oder Tage war. Was schreiben denn all diese Wissenschaftler und die Schlauen? Wo ist das Glück? Ich öffne jeden Tag das Tor, wo das Glück hereinkommen kann, wo es hereinkommen soll zu mir. Es kommt nicht. Dann hole ich es mir eben selbst. Wie habe ich gesagt? Ich brauche niemanden. Ich schaffe alles alleine. Dann schaffe ich auch mir mein eigenes Glück. Denn dafür bin ich zuständig. Vielleicht zuständiger als alles andere. Und schon verschwinden Missmut und Einsamkeit. Denn ich sehe meinen Reichtum.
Denn wenn ich gesund bin, arbeiten kann und jeden Tag etwas auf meinem Teller und in meinem Glas habe, dann bin ich reich an und mit mir selbst. Ich sehe die Blumen blühen, ich höre den Wind und das Rauschen der Blätter, der Büsche und der Bäume. Ja, ich meine, man sollte mal das Leben so sehen, wie wir es leben. Denn dafür sind wir größtenteils selbst verantwortlich. Auch wenn es bequemer ist, nach anderen Schuldigen zu suchen. Also, es lohnt sich. Es lohnt sich zu betrachten nach Menschen, die dir Kraft geben. Auch ich bin für euch da. Ich kann euch Kraft geben, eure Fragen und Sorgen zu durchleuchten und zu beantworten. Meine Telefonnummer, die seht ihr hier unten. Herzlichst, eure Deria.